Anja Silja probt die Rolle der Amme in Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. In ihrer Mischung aus menschlichen und dämonischen Zügen ist die Partie dankbar und schwierig zugleich. Mit der Tochter des Geisterkönigs dringt die Amme in die Welt der Menschen ein. Im Pariser Théâtre du Châtelet inszeniert Andreas Homoki die Strauss-Oper. Hugo von Hofmannsthals Text gilt in seiner märchenhaften Symbolik allgemein als rätselhaft und schwer zu verstehen. Was mich an Rollen und an der Oper interessiert, sonst hätte ich ja auch Schauspielerin werden können, scheinbar habe ich ja dazu genug Talent. Aber ich habe nie sprechen gelernt in dem Sinne und mich interessieren eben wirklich das Gesangliche zu übersetzen, die Musik zu übersetzen in eine interessante Charakterisierung. Aber mit der Musik, denn die Musik beschreibt eigentlich so genau, in guten Opern zumindest, so genau die Gefühle, die Emotionen, die... Also eigentlich alles. Wenn Sie genau auf die Musik hören, brauchen Sie fast den Text nicht und die Leute würden eigentlich genau verstehen, was der Inhalt ist. Auch wenn sie nicht zu singen hat, stellt Anja Silja das ruhelose und zerrissene Wesen der Amme intensiv dar. Ihre starke Körpersprache hat sie vor allem in ihrer jahrelangen Zusammenarbeit mit Wieland Wagner entwickelt. Das, was man am meisten von ihm lernen konnte und was auch so die Leute, die er wirklich gemocht hat, konnten, waren eben die schweigenden Momente. Also das ist wirklich das, was man bei ihm lernen konnte. Und das ist, was auch heute da immer wieder in den Kritiken bei mir steht, dass also, wenn ich eine Viertelstunde mit dem Rücken zum Publikum stehe, immer noch die Figur bin und man immer genau weiß, was wohl in meinem Gesicht vorgeht. So wird es geschrieben, ich kann es ja nicht sehen. Aber das war seine Stärke, also wirklich den Menschen so viel Rückhalt im wahrsten Sinne des Wortes zu geben, Backbone, dass man einfach eben die Figur auch ist, wenn man gar nicht aktiv ist. Und das hat nur er in dieser Form gekonnt und auch Wert drauf gelegt. Wieland Wagner führte auch Regie bei Anja Siljas Pariser Operndebüt. 30 Jahre vor Der Frau ohne Schatten faszinierte sie das französische Publikum ebenfalls in einer Strauss-Partie, der Salome. Bei der jungen Anja Silja ein naiv, perverses, eigensinniges Kind. Die Pariser hatten diese Form wahrscheinlich von Opern, wie Wieland sie machte, und Inszenierung, wie Wieland sie machte, wohl noch nicht gesehen und nicht gekannt. Und deshalb war das also doch ein sehr viel größerer Erfolg. Also das war schon sehr spektakulär. Und es wurde dann verglichen mit Lolita und Nabokov und Baby Doll und all diese Sachen. Und die sind ja nun in einer Sache wieder etwas weiter gewesen, eben in diesem, wenn man das weiter nennen will, in diesem Striptease und Sexgemache waren sie also hier schon etwas mehr gewohnt natürlich als wir in Deutschland. Und hier war die Sensation, dass man so etwas auf die Opernbühne bringt und dass eine Opernsängerin eben auch eine ähnliche Figur haben kann wie Revue-Tänzerin und das dann eben so auch mehr oder weniger halbnackt. Also heute ist es ja gang und üblich, egal was man für eine Figur hat, als Opernsängerin nackt auf der Bühne zu stehen, was wirklich nicht unbedingt nötig ist. Aber damals war das eben alles noch nicht und das war wohl die Sensation.
Die Salome von Anja Silja sorgt auch in anderen Opernhäusern für Jubel und Skandal. In Stuttgart und Berlin, in Brüssel und Rom. Die gerade 20-jährige Sängerin ist bereits international gefragt. Mit schnellen Sportwagen jagt sie von einem Opernhaus zum nächsten. Frankfurt und Kopenhagen, Genf und Neapel, jede Woche eine andere Stadt und fast jeden Monat eine neue Rolle. Ariadne und Elektra, Konstanze und Isolde, ein ungewöhnlich weites Repertoire. In dem Alter ist Lernen ja nun überhaupt kein Problem. Also zwischen 15 und 25 oder würde ich sagen sogar bis 30 können Sie, glaube ich, jeden Monat irgendwas ganz neu lernen, ohne jede Probleme. Also heute würde ich das sicher nicht mehr schaffen, wenn das alles so solche großen neuen Partien wären. Aber ich bin ja aufgewachsen zum Beispiel mit dem gesamten Wagner-Fach. Ich habe mit 10 Jahren sämtliche Rollen gekonnt. Nicht nur meine sogenannten, die ich singen wollte irgendwann mal, sondern wirklich vom Hagen über Alberich und Wotan. Und ich habe sie alle gekonnt. Und als ich sie dann schließlich endlich singen durfte, war das für mich nicht mehr schwer zu. Ich habe sie innerhalb von 3 Tagen alle gekonnt. Also das ist kein Problem gewesen. Wagner konnte man immer aushaken, das habe ich einfach gekonnt. Damit bin ich mit der Muttermilch aufgewachsen. Zum Singen ist es gekommen durch meine Großmutter, die mir unbedingt das Klavierspielen beibringen wollte. Und ich musste, wie alle höhere Töchter, eben ein bisschen Klavier spielen können. Und das habe ich mit 4 angefangen und ich hasste das Klavier, bis heute hasse ich es. Und da habe ich eben statt zu zählen, habe ich immer gesungen. Und das hat mein Großvater dann offensichtlich schon als Talent erkannt und hat mich dann ausgebildet von da ab, also ab meinem 5., 6. Lebensjahr. In dem Album, das er Ihnen zum 21. Geburtstag geschenkt hat, da berichtet er davon, dass er, bevor er wirklich jetzt eine ernsthafte Gesangsausbildung mit Ihnen begonnen hat, verschiedene Untersuchungen hat machen lassen. Mhm. Was waren das für Untersuchungen? Kehlkopfuntersuchungen, ob der Kehlkopf funktional schon belastbar ist. Und da wurde eben wohl festgestellt, dass ich einen außergewöhnlich gebauten Kehlkopf habe für etwas für das Alter. Und er schreibt dort auch, dass es ziemlich viel Widerstand gegeben hat, den er versucht habe, von Ihnen fernzuhalten. Haben Sie trotzdem was davon mitbekommen? Dagegen, dass Sie als Kind schon singen? Mitgekriegt habe ich das schon, dass immer alle sagten, das ist ein Verbrechen und der Großvater gehörte also sonst wohin. Dem müsste man mich entziehen und sowas könnte man nicht machen. Und das gab es ja auch eigentlich nicht. Und die Belastung und keine Kindheit und was man alles so. Also das habe ich schon mitgekriegt als Tatsache, aber es hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich ja ganz anders empfand. Also eine schönere Kindheit als ich konnte man gar nicht haben. Normalerweise stellt man sich so Wunderkinder als kleine dressierte Affen vor, die den ganzen Tag nichts anderes tun dürfen. Ich habe nie länger als 20 Minuten pro Tag arbeiten müssen. Die übrige Zeit habe ich gespielt. Also von wegen überbelastet. Man hat mir natürlich Lesen und Schreiben beigebracht, aber auch das nur so mal so immer sporadisch. Ich musste nicht von bis da mit ihm sitzen und pauken. Also das fiel alles weg. Der Spiegel berichtet im Mai 1950 vom erstaunlichen Repertoire einer 10-jährigen Koloratursängerin. Die Arie der Butterfly, die Pagenarie aus Meyerbeers Hugenotten, der Frühlingsstimmenwalzer gehören zum Programm, mit dem Anja Silja am 14. Mai 1950 in Berlin erstmals öffentlich auftritt. An ihre ersten Konzerte kann sie sich heute kaum noch erinnern. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich dem Amadeus-Quartett vorgesungen habe, als ich 10 war, habe ich den A Cappella, das heißt A Cappella ohne Musik und ohne Klavier, ohne irgendwas, die ganze Zerbinetta-Arie vorgesungen und dass sie sehr beeindruckt waren, wie ich den Ton gehalten habe. Also das weiß ich noch, weil sie mich so über den Klee gelobt haben. Das fand ich so toll.
Beim Rias sollte ich irgendeine Arie singen und mit einem Pianisten. Und der hat meiner Meinung nach so schlecht gespielt, dass ich ihn vom Klavier gestupst habe und habe gesagt, gehen Sie mal weg, das kann ich besser. Das war ein Riesenskandal, dass ich einen erwachsenen Pianisten einfach da weggestupst habe. Also so war ich dann der Meinung, dass mein Klavierstudium vielleicht auch mal für was gut ist. Da habe ich mich eben, ich habe mich oft damals in diesen Konzerten ja noch selbst begleitet. Der Großvater geht mit dem Wunderkind auf Tournee. Die Konzertreisen sind auch eine Flucht vor dem Jugendamt, das die Schulpflicht der Elfjährigen durchsetzen will. Statt in die Schule zu gehen, singt Anja Silja in den Nordseebädern Schubert-Lieder und Koloraturarien, springt geradezu vom Sandkasten aufs Konzertpodium. Vor allem in Hamburg hat sie einen sensationellen Erfolg. Ein Konzert in der Musikhalle muss 7-mal wiederholt werden. 2 ausgedehnte Tourneen durch Finnland folgen. In 4 Jahren steht das Wunderkind mehr als 80-mal auf dem Podium. Mit 16 wird Anja Silja als jüngste Opernsängerin der Welt an die Braunschweiger Oper engagiert. Sie ist in dem Alter, in dem auch die großen Primadonnen des 18. und 19. Jahrhunderts debütiert haben. Ihre ersten Bühnenrollen sind die Rosina im Barbier von Sevilla und Zerbinetta in Ariadne auf Naxos. Nicht nur auf der Bühne ist die junge Sängerin das unbekümmerte und vorlaute Kind. Ihre direkte Art führt nach einem Jahr zur Kündigung. Doch sie hat Glück. Sie erhält ein besseres Engagement am Staatstheater Stuttgart. Karl Böhm lädt die 18-Jährige zu einem Gastspiel an die Wiener Staatsoper ein. Das war mein Großvater. Das war der, der mich ausgebildet hat und bis zu seinem Tod ich täglich an meiner Seite war und mich täglich unterrichtet hat. Gesessen hat, wo ich jetzt hingeguckt habe. Schrecklicher Gedanke, wenn ich das noch singen müsste. Da war ich auch 18. Das weiß ich noch, weil das meine erste Reise war, die ich wirklich ganz allein gemacht habe und wirklich auf meinen eigenen Füßen stand. Deshalb erinnere ich mich an dieses Gastspiel noch sehr gut. Es war auch wirklich furchtbar, weil es wahnsinnig heiß war in Aix-en-Provence im August, glaube ich, als man also gar nicht eigentlich keinen Ton rausbringen konnte. Die Mehrzahl der Kritiker ist wie das Publikum begeistert. Aber in den Jubel mischen sich auch warnende Stimmen. Diese Rolle von einem 19-jährigen noch so begabten Geschöpf singen zu lassen, sie einer noch zarten Stimme zuzumuten, heißt, sie binnen weniger Jahre zur Stummheit zu verdammen. Ja, das ist wirklich misslungen.
Das ist misslungen, aber das ist nicht der erste Unkenrufer gewesen. Deshalb war also in meinem 10. Lebensjahr eigentlich sozusagen jede Kritik davon gefüllt, zumindest am Schluss immer der Kritik, dass das nun wirklich ein Verbrechen sei, das höchstens noch 2 Jahre ginge. Das hat mich lange verfolgt. Also nun bin ich 50 und es ist nicht eingetroffen. Aber alle diese Kritiker sind leider tot. Ich kann sie nun jetzt nicht mehr mit Edge beglücken. Aber im Gegensatz zu ihm hatte eben Jean Mistler, der französische Kritiker Papst war, eigentlich geschrieben, eben eine neue Callas ist geboren und so. Und der hat also dieses kreiert. Ich war die erste neue Callas, obwohl die Callas selber ja damals noch sehr neu war. Inzwischen ist Anja Silja Ensemblemitglied der Frankfurter Oper geworden. Im benachbarten Wiesbaden ist Wolfgang Sawallisch Generalmusikdirektor. Er soll in Bayreuth den Fliegenden Holländer dirigieren. Nach der plötzlichen Absage von Leonie Rüsanek wird eine neue Senta gesucht. Ich hatte das bis dahin ja gar nicht gesungen, das Repertoire. Und dann hat mich der Sawallisch nach Wiesbaden, wo er damals war, geholt und mit mir das ein bisschen gearbeitet, so im Entsetzen der Frankfurter Oper, weil die immer meinte, sowas wäre doch viel zu schwer. Ich sang ja nur fast nur Koloratur da. Und dann kam er zu irgendeiner dieser Proben. Und Wieland hat sich das angehört und kam dann auch runter und sagt, ob ich die und die Bewegung dazu mal machen könnte und so. Und dann haben sie aber lange noch überlegt, ob sie das Wunderkind überhaupt dafür benutzen könnten. Ich habe ja da jedes Jahr vorgesungen in Bayreuth, jeden Sommer, also seitdem ich 15 war. Also er kannte mich sehr gut und hatte immer diese Scheu vor dem Wunderkind-Image. Vielleicht noch einen Schritt aus dem Taumeln. An die erste Probe mit Wieland Wagner erinnert sich in einer Talkshow Wielands damaliger Regieassistent Hans-Peter Lehmann. Anja guckte aus dem Fenster und Wieland Wagner, wie er das immer machte, gab zunächst mal das geistige Grundfutter zu dieser Partie von sich. Anja guckte weiterhin aus dem Fenster und hatte wunderbare lange Beine, mit denen sie dauernd baumelte. Und es gab ein Indiz, wenn Wieland Wagner anfing, etwas ungnädig zu werden. Das war, wenn er so tonlos zu pfeifen anfing. Ja. Und mit diesem tonlosen Pfeifen begleitet war die Frage, ja, kennen Sie denn das alles, was ich Ihnen da sage, Fräulein Silja? Und Anja sagte, natürlich weiß ich das. Sie haben das letztes Jahr der Rüsanek ja oft genug erklären müssen. Das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass er mich nach der ersten Probe in Bayreuth dann in sein Zimmer bestellt hat und ich dachte, nun kommt, also das ist nun doch nichts mit dem Wunderkind oder das ist alles mir doch zu riskant und so weiter. Und er sagte dann eben den klassischen Satz, also Sie können abfahren, ich kann Ihnen nichts beibringen. Es ist so richtig, ich will nichts verderben, kommen Sie zur Hauptprobe wieder. Am 24. Juli 1960 geht für Anja Silja ein Kindertraum in Erfüllung. Immer wollte sie die großen Wagner-Partien singen. Und nun darf sie es gleich im Bayreuther Festspielhaus. Diese
Richtung, die er inszenierte und auch die Wagnersche Aufopferungs- und also es entspricht einfach meiner Natur. Deshalb saß ich da, wie man heute so schön sagt oder gesagt hat, so drauf auf den Rollen immer. Das war ein toller Partner. Der Schuh ist knapp. Was sag ich ja? Du drückst für mich an den Zehen da. Hier, links. Nein, rechts. Ohne Schrank. Hier, der Hocken. Kommt der Hocken. Das ist zu weit und das Glück überall. Aha, hier sitzt's, doch ich greife den Fall. Solange man mir nicht dauernd suggerierte und erzählte, wie schwierig etwas ist, habe ich überhaupt nie Angst gehabt. Das fing erst später an, als ich dann zum zigsten Mal hörte, also zum Beispiel das Quartett im Meistersinger, wo hat mir immer jeder gesagt, wie schwierig das ist. Also ich habe das überhaupt nicht schwierig empfunden, aber nachdem ich das nun tausendmal gehört habe, hatte ich dann nun plötzlich auch das Gefühl, dass es sehr schwierig ist. Heute gilt Wieland Wagner allgemein als Wegbereiter des modernen Musiktheaters. Zu seinen Lebzeiten war er heftig umstritten. Anja Silja, die bald seine bevorzugte Sängerdarstellerin ist, wird in die Kritik einbezogen. Mit Verrissen müssen wir rechnen und heute sind sie mir wirklich wurschter denn je. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gelesen habe, aber sicher habe ich es gelesen. Aber wenn andere sehr gut waren, dann rettet man sich in die Guten. Was wirklich immer doch verletzend ist, sind die Buhrufe, selbst wenn es nur einer ist. Komischerweise bleibt das immer an einem Sänger oder einem Dirigenten doch haften, dass man sich darüber ärgert.
In der gerade eröffneten Deutschen Oper Berlin inszeniert Wieland Wagner Lohengrin. Nicht Berlins Publikumsliebling Elisabeth Grümmer singt, sondern Anja Silja, ihr Berliner Operndebüt. Das war mein größter Misserfolg, weil das war also ein Politikum auch ein bisschen mit der wirklich sehr, sehr guten Elisabeth Grümmer, die da eine große Gemeinde hatte, und diese Interpretation von Wieland, die Sicht der Elsa war so anders, dass die einfach, die wollten das nicht, weder von mir noch überhaupt, und wollten ihre Grümmer und wollten alles dieses und so. Und das war also wirklich ein Riesenmisserfolg. Auch die Boulevardpresse beschäftigt sich mit der unkonventionellen Sängerin, deren Aussehen und Auftreten so gar nicht zu dem passen, wie man sich eine Wagner-Sängerin bis dahin vorgestellt hat. Für Schlagzeilen sorgt auch ihr privates Verhältnis zu Wieland Wagner. Und es ist auch entstanden durch die Arbeit, und offensichtlich brauchte er mich, wie ich ihn. Also da kann man jetzt nicht mehr drüber urteilen und so. Es war wirklich eine sehr große Beziehung, in jeder Beziehung. Und ich bin dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe, dass ich ihn so kennengelernt habe, dass ich so mit ihm leben durfte. Mehr kann ich dazu wirklich gar nicht sagen. Und in der Familie gab es ja keine Einigkeit, das ist ja nun jedem bekannt. Und also insofern hatte er sich sehr ausschließlich dann auf mich gestützt. Wielands entrümpelte Bühne führte auch in der Wagner-Familie zu heftigen Diskussionen. Wielands Mutter Winifred. Dass mein Sohn in seiner, was soll man sagen, in seiner sehr radikalen künstlerischen Art bei mir nicht immer auf Beifall rechnen konnte und ich mir ab und an mal das Maul tüchtig verbrannt habe ihm gegenüber, das stimmt. Und sehr milde ausgedrückt. Sie hat nie was gut gefunden. Privatpersönliche Dinge, die uns, also familiärer Art, nicht? Er war ja nun jemand, der also gefühlsmäßig sehr betont war und sich also in schöne Frauen oder in begabte Frauen also immer wieder verliebte. Und ich meine, seine letzte Episode mit Anja Silja, die hat mir natürlich sehr großen Kummer gemacht. Vor allen Dingen im Hinblick auf die Enkelkinder. Sie wurden vernachlässigt. Sag ich doch, das war die Familie. Man wusste auch nicht, es stand ziemlich fest, dass Wieland also Anja heiraten würde. Und meine Bedenken, sie also hier später als Herrin von Wahnfried sozusagen zu wissen, das ist mir natürlich also gegen den Strich gegangen. Und das wusste Wieland ganz genau. Also aus ihrer Sicht hat sie natürlich völlig recht. Und ich wäre auch nie gerne die Herrin von Bayreuth geworden. Ein grauenvoller Gedanke, mit diesem Clan auskommen zu müssen. Also das ist mir erspart geblieben. Aber alles andere ist natürlich doch sehr tragisch verlaufen. Thank you.
Ich habe da nicht drunter gelitten, weil er ja wirklich sich sehr dann doch letztlich, wenn auch mit Fluchtversuchen, die hat er gemacht. Also das ist schon richtig, weil er war einerseits ein sehr starker, sehr autoritärer Mann, andererseits wieder auch sehr schwach. Aber er hat doch dann sehr zu mir gestanden, künstlerisch sowieso immer und dann letztlich in den letzten 2 Jahren doch auch privat sehr zu mir gestanden. Und es gab gar keinen Zweifel. Er hat zum Beispiel Knappertsbusch, der hat gesagt, er dirigiert nicht mehr in Bayreuth. Und es, also wenn ich nicht wegginge, und da hat er gesagt, dann müssen Sie eben gehen. Ich will nichts anderes als die blutvolle Ehetragödie inszenieren, das tragische Wirken der Leidenschaften gezeigt am Beispiel von 3 Menschen. Dabei muss beim Othello die psychologische Voraussetzung zu dem Mord gegeben sein. Es ist wichtig, dass der Othello ein 50- bis 60-jähriger Mann ist, der sein Leben schon beinahe hinter sich hat und der nun das höchste Glück in dieser jungen Patrizier-Tochter Desdemona findet. Deshalb hat er sicher nicht inszeniert, weil unser Verhältnis diesen selben Altersunterschied hatte, aber ich glaube, für jeden Mann mit einer jungen Frau wird es diese Problematik geben und auch vielleicht diese Eifersuchtsgefühle. Er tat immer so, als wäre es nicht, aber ich glaube, es gibt einen jemand, der liebt, ist immer eifersüchtig. Es gibt es gar nicht anders. Wieland sagte, wurde gemacht oder wurde getan. Also da gab es gar nichts. Das war einfach eine Überfigur. Und er hat also das gemacht, was er machen wollte. Und das habe ich dann einfach nachvollzogen. Erst in den allerletzten Jahren, also bei Lulu, das war wirklich ja Monate vor seinem Tod, habe ich mich überhaupt zum ersten Mal gegen etwas gewehrt.
habe ich gesagt, also das will ich nicht, das mache ich nicht, das finde ich nicht gut. Aber bis dahin gab es das gar nicht. Alles, was man mit Selbstverständnis spielt, alles, was man so scheinbar leicht von der Hand macht, wird sofort identifiziert, wird man sagen, so ist sie, so muss sie sein, denn sonst könnte sie es ja gar nicht so machen. Wobei es darum ja gar nicht in dieser Figur geht, sondern eben einfach um ihre Lebensfreude und sich nicht unterkriegen lassen von all diesen Problemen, das und von all diesen Männern und von all diesen Druck und so weiter, das ist die Figur, nicht die Figur, die Männer mordet. Also wenn, dann morden die Männer sie, wie ja letztlich auch tatsächlich so ist, aber auch als Persönlichkeit unterdrücken die Männer sie und sie steht aus allem wieder auf. Jetzt bin ich raus. Wir machen ganz einfach nicht auf. Vielleicht ist es aber der Kunsthändler. Und wenn es der Kaiser von China will, ich heiße seit Menschengedenken nicht mehr Lu. Und wie lange ist es mir, dass ich tanzte? Jetzt bin ich ja nur mehr. Was bist du? Ein Tier. Es ist deines Gatten Blut. Es lässt eine Spur. Ungeheuer. Es ist wirklich eine Schicksalsrolle geworden, die habe ich wirklich für so ein ausgefallenes Stück über 100 Mal gesungen. Das ist schon sehr viel und wirklich, also es ist fast eine Identifikationsrolle geworden wie Salome und Senta, wobei mir Salome und Lulu lieber sind als Senta, die ich nie besonders gern gemocht habe. Das ist die unwagnerste Oper, die ich gesungen habe und diese Rolle ist auch nicht so ergiebig. Ich meine, sie ist schön, aber wahnsinnig schwer und letztlich dann doch nicht so ergiebig in ihrer Entwicklung. Nach Wielands Tod spielt Anja Silja die Senta noch einmal im Fernsehen. Thank you.
Naja, die Haltung auf dem Stuhl ist natürlich von Wieland. Inszenierung übrig geblieben. Also die habe ich auch in allen Fremdkörperinszenierungen immer beibehalten. Ich habe immer so einen Stuhl verlangt, wo man so sitzen kann. Was an sich eine sehr unbequeme Sängerhaltung ist. Es ist eine verdrehte Körperhaltung. Man darf das natürlich nicht mit Bayreuth vergleichen. Das ist alles, was so extra gesetzt ist, hat nichts mit Bayreuth zu tun. Aber alles, was ich tue, wird immer bis heute und ewig, solange ich singe, was mit Wieland zu tun haben. Also der Ton dieser Playback-Produktion ist eine der seltenen Plattenaufnahmen, die Anja Silja eingespielt hat. Otto Klemperer dirigierte. Das Verhältnis Klemperer zu mir war ein sehr originelles und sehr gutes. Mitten in dem Abhören von Plattenaufnahmen zum Beispiel, wo wirklich jeder andächtig hört, ob der Ton richtig ist, dieses richtig ist. Und er saß völlig gelangweilt da und mich hat das eigentlich auch nie interessiert. Dann sagte er plötzlich, Anja, was hältst du eigentlich von Geburtenkontrolle? Mitten in der Abhörung von dem Holländer. Und Theo Adam ist fast erstarrt, weil er hörte ganz ernst dazu. Und so war das immer. Immer was auch immer war, er kam mit einem vollkommen unsinnigen Satz dazwischen. Ich bin einerseits sehr diszipliniert, sobald es auf die Musik und auf die Arbeit, auf den Moment ankommt. Aber zwischendurch habe ich nie gerne diese übermäßige Seriosität. Also das langweilt mich eigentlich sehr. Auf der Bühne bleibt Anja Silja meist zur Tragik verdammt. Ihr komödiantisches Talent darf sie nur selten zeigen. Schluss, goodbye, mein Schatz, goodbye. Und das war nett von dir, ich dachte eben an dich. Du hast so lang nicht angerufen. Ja, du, das hast du schon gesagt. Nein, mein Schatz, ich denk bestimmt daran. Ja, ja, goodbye, mein Schatz, goodbye. Ja, mein Schatz, goodbye. Ben ja. Kommt nicht dazu, Lucy einen Heiratsantrag zu machen. Irgendwelche Kabel, wie das auch heute immer noch so ist, das große Problem sind die Kabel beim Fernsehen. Ewig lag irgendein sichtbares Kabel irgendwo rum oder in letzter Minute konnte das nicht sein, weil und so weiter. Und da habe ich also einfach ganz laut Scheiße gesagt und das sehen Sie auch ganz deutlich.
Das musste dann auch integriert werden, weil jedes Mal wieder an der Stelle was anderes passiert. Dann hat gesagt, der Otti Schenk hat das ja inszeniert, sagte, jetzt lassen wir es drin. Es passte so gut. Es war ihm wichtig. Warum sagt er nicht, was er will? Kommt er zurück? Nein, jetzt sitzt er schon im Zug. Ich kann natürlich wie viele Sängerinnen bis zu meinem 60. Lebensjahr das auch weiter singen, das sogenannte jugendliche Fach. Das machen ja sehr viele. Auf der Bühne kann man viel kaschieren, zumal wenn man noch doch immerhin so schlank und aussieht wie ich. Da kann man das, aber das interessiert mich nicht. Also das habe ich jetzt so lange gemacht. Eben nicht bis zu 60 diese Alumi gibt, mehr oder minder verhüllt dann schließlich am Ende und einfach beharrt, ich bin Sopran, was ja viele machen, ich bin, was ich immer war. Und das ist einfach, glaube ich, ein Fehler, denn man ist ja auch eine Babymutter und man ist eine Mutter von Teenagern und man ist eine Mutter von erwachsenen Kindern und das ist also ein Riesenunterschied, man muss anders mit den Kindern umgehen. So müssen sie auch mit dem Beruf anders umgehen, wenn sie ihn weiterführen wollen. Und dann muss man sich schweren Herzens oft für die Mütterrollen oder für die unangenehmen Rollen, die mir ja persönlich immer sehr gut gefallen haben. Aber viele Kollegen wollen einfach nicht unsympathisch sein. Die waren eben ihr Leben lang lieblich und zart und wollen es dann auch bleiben. Und wenn sie dann mit Puckel oder schief oder was weiß ich was, sie bleiben lieblich. Und das ist schade, weil da entsteht irgendwo eine Stagnation, sowohl in der Person wie auch im Beruf. Und das, finde ich, darf nicht passieren. Und deshalb habe ich diesen Schritt dann auch ganz bewusst gemacht und sage, jetzt singe ich dieses Fach und da bemühe ich mich, so gut wie möglich zu sein. Schade, dass ich das den Kritikern von vor 30 Jahren nicht vorspielen kann. Sehr problematische Charaktere sind natürlich sehr viel interessanter darzustellen, gerade eben am Beispiel der Küsterin, die eigentlich immer unsympathisch dargestellt wird und es nun weiß Gott nicht ist.
Es ist eine tragische Figur und eine völlig verfehlte Figur und eine sehr starre, starke Frau, die einfach fehlgeleitet durch ihr Leben. Aber ansonsten wäre das wirklich keine interessante Sache. Es ist toll zu singen, aber es wäre nicht interessant, eine unsympathische Rolle draus zu machen. Ich bin nie die Figur und ich stehe eigentlich auch immer neben mir, was ganz, ganz wichtig ist. Also ich kann nicht Lulu sein, ich kann vor allen Dingen nicht die Kindsmörderin, die Küsterin in Jenova sein. Selbstverständlich kann man das nicht sein. Aber man muss es so nachempfinden können. Also ich gehe wirklich nur vom Gefühl und dem Fluss der Musik. Und das finde ich ganz wichtig. Deshalb ist es auch die Frage, die einem immer wieder gestellt wird, wie können Sie eine Rolle, die Sie in einer Sprache singen, die Sie nicht verstehen, von wo Sie nicht genau wissen, was Sie da eigentlich sagen in dem Moment. Ich meine, wie gesagt, man kann da nur mit der Empfindung und dem Rhythmus der Musik gehen und schon wissen Sie eigentlich die Worte. Vor der Pariser Premiere der Frau ohne Schatten, Anja Silja als Amme geschminkt. Wenn man so geschminkt ist, ist man ja leicht ein Gespenst. Auch hier habe ich doch eine ganze Menge menschliche Züge gefunden. Was heißt menschliche? Menschlich vertretbare. Es ist ja kein Mensch, aber menschlich verständliche Züge gefunden. Und auch da ist das eigentlich das einzig Interessante. Wenn Sie nur als Gespenst rumlaufen und als Mephisto sozusagen, ist das auch nicht abendfüllend. Also das langweilt dann die Leute doch sehr. Also auch hier sind Emotionen. Auch diese Frau hat Verzweiflung, hat Enttäuschung, wird verstoßen aus der Geisterwelt in die Menschenwelt. Und all diese Sachen, diese Frustrationen und Enttäuschungen sind nur menschlich darzustellen. Sonst kann man sie ja nicht verstehen. Ich will schon!
dass ich jetzt doch nach diesen vielen berühmten Sopranpartien tatsächlich noch zwei, kann man glaube ich sagen, zwei Partien gefunden habe, wo man wirklich sagt, die Silja war toll da drin. Und das ist wirklich schön. Das ist einfach ein schönes Gefühl.